Gut. Ich schätze mal, das hier, dieses Häuschen da, wird auch wieder so ein, ja, so ein Shop sein oder so ein Ausflugsding. Wobei, ich glaube eher so ein Shop. Der Gegner setzt oft sein Schild ein, stärker der Gegnerschilde, verbessert der Gegnerabwehr bei hohem Schadenswert. Okay, also ich muss viel greifen. Ja, das erste, was er macht, ist hinrennen und erstmal Schild. Na gut. Das war easy. Harry und Wuff. Die Wächter. Okay, du kannst nun in den Aktivitäten Harry und Wuff besuchen. Ja, genau. Okay, so ein Dojo. Willkommen und diensteifrige Grüße. Schau nur, wer diesen Stil meistert, kann so manches erwarten. Eisenball. Ja gut, ist eigentlich auch nichts für mich. Kann man das? Achso, das bringt man Geistern bei. Ja, ich weiß nicht. Ich so Bisa Knosp vor allem, Bisa Flor. Da wird das eigentlich ziemlich gut passen sogar. Aber nee, ich lasse das erstmal mit den Dojos, beziehungsweise mit den Stilen da, mit diesen. Weil auch der wieder, der gefällt mir nicht so, so Abwehr plus, aber Angriff minus, Aber so, was ist hier eigentlich? Hier kann man, okay, hier ist nix, hier kann man halt einfach nicht durch. Ach, dachte, da kommt noch irgendwie so eine Message. Ach, das sehe ich ja erst jetzt. Ist so eine graue Röhre. Wir haben ja schon so eine blaue gesehen. Hakim! Willkommen im Stream, mein Süßer. Aber nur Homo. Wir haben ja schon die blaue gesehen, so in der linken unteren Ecke von der Map. Aber die habe ich vorhin übersehen. Gib mir den Frost daher. Ja, gut. Okay, so geht's auch. Mann! Kopfduss. Okay, wo führt mich die Röhre jetzt hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Glaub wirklich in ein neues Gebiet. Erstmal hier. Der Nebel. Was gibt's denn hier? Ah, so ein Berg. Oder Berge. Ach, das ist doch von. Hier, von Star Fox, dieses Schiff. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Jetzt erstmal hier gucken. Nee, ich bin, glaube ich, jetzt. Okay, ich bin. Ah, okay, ich bin jetzt hier. Okay, es ist kein neues Gebiet. Die bringt mich wirklich nur woanders hin. Okay, hole ich mir erstmal die Kiste hier. Ah, Fels Mario. Der Geowatz Mario. Gegner setzt oft seinen Spezialstandard ein. Ja, dachte ich mir schon. Das finde ich halt echt, das ist das Lustige an dem Abenteuermodus. Mit der geilen Mario Galaxy Mucke. Da. Yo. Man blockt das zweimal. Man blockt das zweimal und der Schild ist erstmal kaputt, aber er macht einfach nichts. So richtig disrespectful. Nein! Komm, geh in die Mine. Ja, komm her. Ja, komm her. Hab mich jetzt auch erwischt. Hält ziemlich viel aus, der Gute. Oh nein! Er wird groß. Ah! Als ob. Nein, 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 nein! Okay. Das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn der.
seine maximale Größe da erreicht hat, dann stoßt er einen erstmal voll weg. Da kann man schon mal easy sterben. Nein! Komm, spring rein! Nein, okay. Fast. Oh, jetzt aber! Alles klar. Fehlt Mario. Jetzt aber erstmal Schatzkiste gönnen. Aber wie komme ich denn zu dem Fighter? Ich glaube wirklich. Ich muss da von oben hin hier. Ja, okay, ich sehe es jetzt. Aber Moment, ich komme. Ach so! Ja, ich muss wirklich da von dort auf die Bergspitze. Da muss ich da so runterrutschen. Okay. Kann hier gar nicht hochgehen. Alles klar. Bockblind. Ja, dann. Ich will erstmal den Kämpfer holen, ja. Das hat immer Priorität. Und dann mache ich dort rechts weiter. Akari Hayami. Das ist der 1080-Reihe da, dieses Snowboard. Musik? Golden Forest. Golden Forest. Ist das nicht sogar von diesem 1080? Golden Forest. Oder ist es. Golden Forest. Könnte auch F-Zero sein. Also ich weiß es jetzt nicht, aber vom Namen her. Passt es schon irgendwie zu F-Zero. Das hört sich halt auch irgendwie nach dem Snowboarding an. Also ich habe das nie gespielt. Oder auch. Ich habe es auch nie geguckt, aber. Wird halt irgendwie passen. Okay, ich will da hier jetzt wirklich ganz schnell zu dem Fighter, weil ich da immer so gehypt bin, wer das sein könnte. Aber wie viele Geister sind das jetzt? Drei noch? Naja, geht er noch? Absol! Ja, Hallöchen. Mit der passenden Mucke. Ja, der hat einfach diese Sense. Das war ja bei der so, wenn die leuchtet, dann macht die besonders viel Schaden, oder? Oder war das dieses Katana? Nee, stimmt, die Sense, das war so, wenn man, ich glaube, über 100 Schaden hatte, dann killt die einen instant. Einfach mit Pikefeuer. Du wirst dich freuen. Ach, auf den Fighter, oder was? Okay, jetzt bin ich ja ganz gespannt. Passt der Fighter zu Eis? Hat das hier halt so ein. Wobei, ja gut, der ist halt auch schon in diesem Wald. Bei Wald muss ich halt auch so ein bisschen an Young Link denken. Der wohnt ja im Wald. Erstmal der Kondor, besiege den Hauptgegner. Eisalarm, den Boden des Kämpfers schlittern und gefrieren. Oh Gott. Ja, der Kondor, der Vogel da. Das Eisclimbers. Ich hab das Spiel sogar so ein bisschen mal gespielt. Aber ich find's ein bisschen nervig, das Spiel. Ich muss ja den Hauptgegner besiegen. Warum gehe ich hier die ganze Zeit auf die Eisclimbers? Ich weiß es nicht. Verdammt. Warum gehen die Eisclimbers nicht auf den Kondor? Das ist doch ihr Gegner, eigentlich. Ist mit KP, jetzt sehe ich es erst. Na gut, dann komm her. Ist ja easy. Mann. Zeitlimit. Lauf nicht weg. Einfach so einen Kick gegeben und er fällt erstmal weg. Weg, vor allem runter. So, okay. Einer noch, dann haben wir es. Der Weg ist völlig vereist. Du würdest bloß ausrutschen und hinfallen. Was? Mein. Ja gut, will ich ja. Ich will ja auf die Fässer fallen. So. Ein Eisbär. Ach, warte mal. Der Kämpfer ist aber nicht Eisclimbers, oder? Bitte nicht. Das war Sarkasmus mit dem Du wirst dich freuen, oder?
Alter, Yeti DK. Oh. Ah, mit KP, ich seh's wieder. Erst jetzt, ne? Was? Als ob ich sogar auf den Plattformen ausrutsche. Okay, bloß weg, Junge. Eigentlich sollte doch das PK feiern One-Hit sein. Was? Wieso hüpfst du so viel? Zum Eisbär sowas macht. Ich kann manchmal nicht aufstehen, das ist voll... So komisch, hä? Oh, was zum Fick, Alter. Das ist richtig komisch, der Kampf. Mann! Wieso hüpfst du die ganze Zeit? Erzbeben, ach so, okay. So, hier Damage, der macht da überhaupt kein Schild oder so. Oder ausweichen. Jetzt haben wir es aber gleich, oh Gott! Los nicht, nein, 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 nein! Okay, okay, geht er noch. Was? Was? Nein, 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 ganz ruhig bleiben, mein Guter, und tschüss. Ich leg mich hin. Hat die Augen. Und dem DK. Hey Chris, also... Ja, hi Chris. Willkommen zum Stream. Ich kriege jetzt erstmal einen neuen Fighter. Und ja, ich glaube wirklich, es ist Ice Climbers, weil es halt einfach... Wobei, es ist halt wirklich... Der Kämpfer ist halt hier schon im Wald. Es ist wirklich Ice Climbers, oh nein. Verpiss mich erstmal. Nein, ich hol den jetzt natürlich hier ins Team, aber werde ich nicht lange spielen, das kann ich schon mal sagen. Aber danke, Akim, ja, ich freue mich richtig auf den Fighter. Sowas von. Vor allem, wenn die sich nicht treffen lassen. Okay. Laserschwert, komm her! Nice! Und wie ist dein erster Eindruck vom Game, so nach 2 Tagen? Es macht extrem Bock. Ich habe auch schon online gespielt und auch privat noch einiges. Und es ist einfach, es macht so viel Bock. Es ist einfach nur geil. Ja. Also, ich würde wirklich schon fast sagen, das beste Smash. Auch wenn es erst 2 Tage draußen ist. Ach, jetzt ist es hier nicht mehr vereist. Ja, nice. Und hier kommt ein neuer Weg, oder was? Ja, okay. Cool. Ich hasse Chris, hä? Wieso? Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, okay, erstmal, Ice Climbers spielen. Ja, juhu. Ja, ich mochte die nie so krass. Muss ich sagen, leider. Mir war deswegen auch die Rückkehr relativ egal. Ice Climbers. Ich hab die halt so gesehen, so dachte ich mir so, okay. Wir sind wieder zurück. Was ist mit Wolf, Snake, Young Link und dann, ja, waren alle wieder da. Warte, was? Das bringt mich hier hin. Hä? Okay. Dachte eigentlich zu diesem anderen Teleporter. Wo war der jetzt? Achso, nee, der war ja irgendwo hier. Oder? Warte mal. Nee, der war... Ach so, ich bin dumm. Ja, der war ja hier. Den hatte ich ja vorhin gesehen. Battle Gear Ray. Ausdauer Smash KP. Metallverwandlung, oh Gott.
Online-Mode finde ich nicht ganz so gut, einfach weil man den Char nicht wechseln kann. Du kannst halt schon wechseln, es ist halt ein bisschen umständlich gemacht. Das ist ein bisschen doof, ja. Aber, also ja, doch, der Online-Modus könnte noch ein Patch vertragen auf jeden Fall. Der ist noch nicht so ausgereift. Auch wenn man zum Beispiel in der Arena spielt, mit Freunden so, und wenn man in dieser... Oh, geh weg mit dieser Bombe. Wenn man in dieser Warteschlange ist, dass man da einfach rausfliegt, wenn man den Charakter wechseln möchte. Also jetzt so als Beispiel, du bist als nächster dran in dieser Warteschlange. Also du würdest als nächster kämpfen und denkst dir dann noch so, ja, ich wechsle den Charakter und bist dann wieder ganz hinten in der Warteschlange. Das ist schon nervig. Vor allem wenn irgendwie, ja, wenn der Raum komplett voll ist und du erstmal wieder 10 Minuten warten musst. Erstmal, was ist das denn? Alter, richtig cool. Und hier, oh, hier ist schon Kira. Und da ist noch ein Fighter. Wahrscheinlich so Samus oder so. Oder, könnte auch Fox, Falco oder Wolf sein. Ich glaube eher so ein Star Fox Charakter wegen, ja, hier, dem Schiff. Der Mechaniker des Star Fox Teams sollte es eigentlich reparieren können. Der Mechaniker. Ah, ich habe Star Fox nicht gespielt, aber ich glaube, Mechaniker. Ist das nicht Peppy? Also der Hase? Ich glaube schon. Erstmal den Bockblind hier. Auf dem K-Rule. Auch mit der geilen Mucke von Cass. Also, wie heißt er auf Deutsch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wieso sind wir denn nicht auf der Breath of the Wild Stage? Also in Xenoblade habe ich die Bockblins noch nicht gesehen. Ah, die Stage sieht aber auch so schön aus, viel schöner als beim Wii U-Teil. So im Hintergrund der Bionis. Mekonis meine ich. Also ja, wir sind ja auf Bionis, also das, was man hier von Bionis sieht, sieht auch sehr hübsch aus. Warte, was? Ich hatte gerade... Ah, ich habe hier dieses Item in der Hand. Okay. Hilf mir, Fox, Hilfe. Achso. Ne, das war ja der Frosch, hier. Wie ist der Frosch? Sleepy, genau. Okay, du haust erstmal wieder ab, aber komm dann wieder um 18 Uhr, also in 20 Minuten. Weil dann gehen Online-Battles los. Da können wir dann auch spielen. Was ist das denn hier Schönes? Aber ja, für jetzt erstmal bei. Hoffe, du hast das jetzt noch gehört, was ich gesagt habe. Naja. So, Shy Guy. Gegner setzt auch zum Spezialstand rein. Gegner jagt nach Items. Mit der schönen Mario Boss 2 Mucke, die ist so cool. Mach, glaube ich, nach dem Kampf noch einen Kampf mit den Ice Climbers und dann wechsle ich wieder. Oh Gott, Bob Oms! Da passt er auch perfekt zu Mario Bros. 2. Da kam ja das erste Mal vor, ne? Bob Oms. Nein, das wäre so... Oh Gott, so cool gewesen. Aber, achso, er ist tot. Ja gut, dann bis 18 Uhr. Okay, dann sehen wir uns dann wieder. Jetzt aber erstmal zu diesem Herzsee. Der sah ganz interessant aus und ich konnte da auch schon irgendwas machen.